Marek Sandor, ich kann also nur aus dem Programmheft rauslesen, mehrfacher ungarischer Meister und EM-Teilnehmer in Turin 1987. Bernd. In der roten Ecke Sven Ottke, Berlin. Übrigens am. In der blauen Ecke Sandor Ranek, Budapest. Sven Ottke ist der zurzeit amtierende deutsche Meister. Ring 3, Runde 1. Ja, auch hier noch wieder das anfängliche Abtasten, Suchen der Einstellung zum Gegner. Diesmal beide Kämpfer mit Kopfschutz, der Ungar wie immer wieder in den mit Kopfschutz in Landesfarben, grün, weiß und rot. Ja, beide Kämpfer sind noch sehr vorsichtig. Jeder will sich keine Blöße geben und sucht halt immer in das Loch in der Deckung des Gegners. Weil das natürlich bei so beiden erfahrenen Kämpfern sehr schwierig zu finden ist. Ja, so boxt man sich. Jetzt wird viele nachgemacht. Ja, jetzt hat er einmal Wirkungstreffer angebracht, der Ungar. Ich habe ihm gesagt, du sollst immer vielleicht mit rechts kontern, wenn du kontern. Ja. Noch nicht allzu viel passiert in dieser ersten Runde. Das war die beste Idee. Ich habe richtig Durst. Los, Kameramann. Ich habe keinen. Kann ich 3 machen? Die Griechen kriegen morgens 2.
Ja, auch hier sind die Bänder verrutscht, die Bindung des Handschuhs zu überdecken. Ja, aber auch nur einen bis jetzt, ne? Ja, beide Kämpfer boxen in der Linksauslage und versuchen jetzt mit links beide zu punkten. Ja, das war mal wieder ein Schlag von Sven Otka an die Kinnspitze des Ungarn. Ja. Ja. Kein stilistisch schöner Kampf, beide versuchen mehr mit Kraft das zu machen, vor allen Dingen der Grieche in diesem Fall, der Ungar, Entschuldigung. Ja, glaube ich, hören Sie am Beifall des Publikums, das nicht ganz zufrieden ist mit diesem Kampf. Wobei also auch hier ein klarer Vorteil für einen der beiden Kämpfer noch nicht zu erkennen ist. Der Ungar will jetzt den Bild wieder in seinen Kopfschutz in Landesfarben. Das sind wir. Ja, also Ungarn, ja. Ich hab's. Gut. Sven findet nicht die richtige Einstellung dazu, ne? Ja, da sind zwei Teile. Ring 3, Runde 3. Ja, auch hier muss diese Runde die Entscheidung bringen, denn bis jetzt waren so klare Vorteile noch von keinem der beiden Gegner erzielt worden. Ja, das war ein Treffer, ein Wirkungstreffer am Kopf von Sven Otke vom Ungarn. Ja, der Ungarn hält und schlägt in die Hand, ja, das wird auch vom Ringrichter ermahnt.
jetzt zwei schöne Treffer von Sven Otke. Beide Kämpfer haben so ziemlich die gleiche Art, den gleichen Stil zu boxen. Das wird halt sehr schnell ein schöner Kampf. Ein Engel an, schwebt lautlos und voll Liebe über dir. Du spürst die Kraft, die es braucht. Wobei also beide erhalten und sich aber auch wieder lösen. Irgendwann kommt immer irgendwas, das dafür sorgt, dass jeder Traum zerplatzt. Du spürst, wie du im Inneren verbrennst. Ja. Und hilflos geht. Jetzt wieder einige Punkte für Sven Otke. Irgendwo steht immer irgendwie das große Glück genau dir vis-à-vis. Ja. Der Ungar war wieder so geplant. Ehe du, was dir geschieht, begreifst, steckst du schon wieder tief im Scheiß. Ja, ich bin hier auch so sehr gespannt. Ich wage auch wieder diesmal keine Prognose zu stellen, wer diesen Kampf gewonnen hat. Jeder irgendwann nach jedem Niederschlag am Startpunkt an. Du bist dann stärker als jemals zuvor. Nimmst tausend neue